Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer kleinen, etwas gestressten Folge. Ja, ich nehme jetzt nur eine Folge auf, weil mein kleiner Sohnemann sollte eigentlich schlafen seit einer Stunde, aber naja, er will nicht und ich bin alleine zu Hause und muss aber trotzdem aufnehmen und es war alles irgendwie anders geplant und Sommerregen. Und so weiter und so fort. Also ich nehme jetzt mal schnell eine Folge auf, dass ihr für morgen auch wirklich eine Folge habt. Und beobachte dabei mein Kind und ja, wie es versucht zu schlafen oder in seinem Bettchen liegt und brabbelt oder ich weiß es auch nicht. Ganz furchtbar. Wehrt sich gegen den Schlaf. Ist eigentlich schon längst Schlafenszeit für ihn. Mann, Mann, Mann. Husten hat er auch. Wieder. Mal wieder, irgendwie permanent, ich weiß auch nicht. Das weiß ich, werde bestimmt auch bald wieder krank sein. Bin jetzt schon hellauf begeistert. Ich gehe jetzt erstmal meine Blumen gießen. So, es kann halt sein, dass ich ab und zu, oder dass ich einfach mal weggehe. Ich gehe einfach weg. Ich drücke natürlich vorher Pause und dann, ne, wenn er anfangen sollte, zu doll zu weinen oder so, ja, muss man mal sehen, das ist halt, ne. Der kleine Dödel wehrt sich halt die letzten Nächte. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es am Vollmond liegt. Ich bin ja auch, wie sagt man so schön, mondsüchtig. Vollmond lässt mich. Ich liege die ganze Nacht im Bett. Ich weiß noch nicht mal, ob es das wirklich gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das nur Einbildung ist. Aber wenn Vollmond ist und ich sehe, dass Vollmond ist. Das ist wirklich doof, aber der kann ich nicht schlafen. Da ist dann einfach so, dann weiß ich schon, ich kann nicht so wirklich gut schlafen. Also rein theoretisch ist es nur Einbildung. Wo man mir gesagt hat, auch als Kind, ne, Vollmond lässt sich nicht schlafen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist zumindest scheiße, weil es raubt einen die Nächte. Ist kacke. Keine Nächte zu haben, ist Kacke. So, unsere Mühle wird gebaut, aber das dauert wohl noch. Könnten auch ein paar Blumen anpflanzen, ne? Würde das cool sein? Ich werde jetzt gerade überlegen, ob Blumen anpflanzen cool wäre. Aber eigentlich schon, oder? Guck mal, wir nehmen denn. Ich weiß nicht, ob das cool wäre. Ich weiß, ja. Ich bin so einer. Ich muss immer auf Kulinität gucken. So. Und jetzt würde ich hier. Was bauen wir denn da an? Sonnenblumen, glaube ich, sehen hübsch aus, ne? Normalerweise sehen Sonnenblumen immer ganz bezaubernd aus. Ganz herzallerliebst. Alter, ist das Kind jetzt echt eingeschlafen? Ist das echt seine Meinung zu meinen Let's Plays? Kaum starte ich. Ich bin ja fast tot hier. Warum bin ich so müde? Kaum starte ich das Let's Play, pennt er ein? Wirklich? Entweder ist das Respekt davor. Oder einfach, er findet es stinklangweilig. Reden wir uns einfach ein, es ist Respekt. Ich will auch gar nichts anderes hören. Es ist einfach Respekt davor, dass der Papa jetzt arbeiten muss, also bin ich gefälligst ruhig und schlafe. Ja, gibt's ja gar nicht. Bin schockiert. Ich traue mich gar nicht auszumachen dann. Ich glaube, denke ich mal, boah, weiß ich nicht, 100 Folgen? Einfach nur spielen wir 100 Folgen mit meinem dicken Schwert hier. Cobble Island und dann. Warum ist da eigentlich so ein Panda? Panda! Panda! Das Wasser flackert und ist ganz nervös, weil ich drinne bin. Das kann sich kaum halten bei meinem stattlichen Körper. Entschuldigung, abgelenkt. Das Kind macht Dinge. Es spürt die Unruhe. Es spürt, dass wir versuchen, uns zu entspannen. Die haben da echt einen sechsten Sinn für oder einen siebten, ich weiß es nicht. Aber kannst du sagen, was du willst? Wenn ein so eine Musiknote ein Ton ist, dann geht der Panda da hinten massiv ab. Also Speed Metal ist da gar nichts gegen. Weil da kommen so viele Noten raus. Der muss richtig.
Holla de Waldfeder. So. Ich will nicht meinen ganzen Tag in heißen Quellen verbringen. Vielleicht, nicht mal mehr im echten Leben. Nicht mal mehr im echten Leben würde ich die ganze Zeit in den heißen Quellen. Nee. Oh, ich bin sowieso so hitzeanfällig. Ich glaube, das wäre für mich gar nicht gesund. Ich kann ja nicht mal mehr in der Sauna sitzen, ohne zu sterben. Oh. Charlotte! Oh, wir brauchen eine Charlotte. Nice, schön. Das war genau das, was uns für die Jötten fehlte. Jötten, das wird auch mit J geschrieben. Der Jötten. Und wir werden jetzt wohl mal was tun. Ja, ich habe die Spitzhacke schon ausgerüstet. Schlaue Füchse wissen, was ich vorhab. Schlaue Füchse wissen, was ich vorhab. Wir machen das jetzt einfach. Es kribbelt ja doch in den Fingern, ne? Es kribbelt ja doch in den Fingern, dass wir den Stein hier zerbupsen. Gar nicht so einfach. Golderz. Hallo? Alter, warum sind hier so viele Treppen? Wow, absolut gar nichts. Nice. Was sagt die Karte? Nichts. Nice. Ich meine, schön, wir haben Golderz. Das brauche ich nicht. Also noch nicht. Vielleicht später irgendwann. Wir haben da jetzt was freigeräumt und ja. Das war ja gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Ich dachte an so einen epischen Elden Ring Bossfight oder sowas, aber naja. Wieder mal enttäuscht worden. So, Charlotte kommt da rein. Ja, ich nehme. Was kriege ich dafür? Tomatensamen. Toll. Ich freue mich. Ich freue mich natürlich über Tomatensamen. Ja, das Kind schläft wirklich. Glaubt man's. Na! Es hat einen Hustenanfall. Das bedeutet, es ist wieder wach. Warum habe ich es angesprochen? Wenn das Kind jetzt trotzdem schläft und ich muss da jetzt nicht reingehen und es trösten, weil es Husti-Husti gemacht hat. Ich habe auch Husten. Jemand muss mich trösten. Nein, dann gebe ich einen aus. Ich weiß nicht, was ich dann ausgebe, aber ich gebe dann irgendeinen aus. Könnt ihr mir irgendwelche Vorschläge machen, was ich ausgeben soll, und dann gebe ich das aus. So. Oh, heute hat der Bürgermeister Geburtstag. Finden wir den zufällig? Lass uns mal gucken, ob wir den Bürgermeister finden. Ob wir irgendwo Bürgermeister Lippenstift finden. Oh, ein Event! Hallo, du! Ein Event, oh! Perfektes Timing. Kuchen, Brot, Brötchen? Oh, bitte. Ich liebe Brötchen. Oh Gott, ich liebe Brötchen über alles. Hast du da Hot Dogs? Nee, das sind Tacos. Taco Dogs? Ich weiß es nicht. Komm und probier mal dieses Brot. Lecker, nicht wahr? Es ist so fluffig. Ich habe dieses neue Rezept ausprobiert. Das wird das Brot so viel weicher. Du dachtest, es sei das beste Brot, das du je gegessen hast. Echt? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber danke. Ich weiß die netten Worte zu schätzen. Morgen werde ich Brie das Rezept schicken. Sie backt ihr Brot selbst, weißt du? Sie backt? Ist das richtig? Eigentlich, sie backt ihr Brot selbst, oder? Sie backt ihr Brot selbst? Klingt irgendwie nicht richtig. Sie muss es... Sie muss es mal damit versuchen. Nun ja, warum schicke ich es dir nicht auch? Weißt du was? Ich glaube, das mache ich. Geil. Da du schon mal hier bist, könntest du mir wie ganz schnell helfen? Wie? Ich habe die Hände voll. Was? Ich bin jetzt verwirrt. Könntest du bitte die Kekse aus dem Backrohr holen? Ich wäre sauer, wenn sie schwarz werden würden. Klar.
Ich kann dir alles aus deinem Backrohr holen. Was? Entschuldigung, da ist Brot übrigens drin. Oh oh. Wir haben es verkackt, oder? Ach du meine Güte, bist du okay? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe mich verbrannt. Ich habe nicht daran gedacht, einen Topfhandschuh überzuwerden. Ich habe mich verbrannt. Wo ist denn dieser Topfhandschuh eigentlich? Oh nein, das tut mir leid. Der Topfhandschuh sollte hier irgendwo sein. Lass mich dir helfen. Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hoffe, deine Hand verheilt schnell, Case. Ach, ist schon alles gut. Du bist halt so heiß, an dir verbrenne ich mich halt, ne? Das ist halt nun mal so. Hi! Hi! Ich mache heute Fruchttorte. Ich habe frische Blaubeeren verwendet, aber eigentlich kann man jedes beliebige Obst nutzen. Auch Tomaten? Hier ein Hibiskus? Ich danke Ihnen vielmals. Oh, bitte, bitte sieht's mich nicht. Ich finde das so furchtbar, dass sie mich sieht. Okay, hat irgendjemand... 1, 2, 3, 4. 5. Es müssten rein theoretisch 10 sein. In meiner grenzenlosen Intelligenz... Habe ich eigentlich alles angebaut? Rein theoretisch 6. Ich bin so unser... Wisst ihr, was echt schlimm ist? Wisst ihr, was wirklich, wirklich schlimm ist? Das Kind ist wieder eingepennt. Also es ist gut, aber... Mann. Ich muss echt... Ja, das Kind ist wieder eingepennt. Ja, schade, ne? So wie zum Thema, ich gebe eine aus. Scheiße. Ach, Mann. Okay, ja. Lenken wir vom Thema ab und suchen uns einfach mal den Bürgermeister. Ich vermute mal, ich weiß gar nicht. Sieht man es auf der Karte? Ja. Wie sieht denn ein Bürgermeister aus? Der Bürgermeister. Das ist noch ein Fremder. In dem Café ist ein Fremder. Ich gehe zu diesem Café. Wo ist dieses Café? Wo bin ich? Da bin ich. Oben ist ein Fremder. Okay, wir gehen mal den Fremden suchen. Okay, wer von euch ist fremd? Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Luke. Sie haben hier nehmen. Cool. Beantwortet aber nicht die Frage, wo der Bürgermeister ist. Oh, ich kann auch so. Er wusste, wo versteckt er sich denn? Ist er ausgewandert? Ey, ich sehe den Bürgermeister echt nicht, wuss. Ich sehe den nicht. Ich habe keinen Plan, wo der Bürgermeister ist. Ich weiß nicht, wo der Bürgermeister ist. Weiß ich nicht. Vielleicht will der keine Geschenke. Vielleicht will er einfach keine Geschenke. Ich habe so viel, so schönes Rittersporn für ihn. Um ihn richtig anzuspornen. Den Ritter. Vielleicht mag er ja nur Rittersport. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Rittersport. Das ist absolut nicht meine Schokolade. Ich mag keinen Rittersport. Ich mag Milka. Ich bin ganz, ne? Ich mag Milka. So, das ist definitiv zu wenig Sonnenblume. 7, yep.
Wesentlich zu wenig Gras. Breitet sich das noch schön aus? Der Laden hat nicht mehr auf, ne? Der Laden hat definitiv nicht mehr auf. Kriege ich das? Oh, ich wünschte, man könnte einfach so einen ganz normalen Rasen machen. So einen ganz normalen Rasen. Einfach einfärben. Das wäre so schön. Okay, das Golderz werden wir jetzt verkaufen. Jetzt habe ich das verkaufe. Ich weiß, manche haben vielleicht jetzt schon gezittert, aber... Wer will es echt verkaufen? Wir werden es einfach einschmelzen für 2 Goldbarren, die wir irgendwann mal verwenden werden. 2 Goldbarren hier, retten uns nicht mal mehr weiter. Sie helfen uns nicht mal mehr. Ich weiß nicht, was wir mit 2 Goldbarren sollen. So, Bürgermeister, jetzt aber mal ernsthaft. Ich weiß auch gar nicht, wo der wohnt. Ich weiß auch gar nicht, wo der Bürgermeister wohnt. Ich scroll immer doof raus und bin dann immer doof. Seid ihr bitte ja nicht. Links Villa. Der wird ja nicht im Gemeindezentrum wohnen. Da würde mich wundern. Haben wir jemals bei der verlassenen Villa hier hinten? Ich hab ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo der... Ich wollte ein Geschenk machen. Ich wollte... Bürgermeisters Haus, okay. Da ist er doch, hier, da ist er. Warte. Okay, ich habe tatsächlich nach einem ganz anderen geguckt gerade. Ich habe tatsächlich nach einem ganz anderen geguckt. Ich habe irgendwie nach blonden Haaren Ausschau gehalten. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, warum. Entschuldigung. Bürgermeister! Ich habe nach blonden Haaren Ausschau gehalten. Warum? Hier, bitte. Danke, dass du an meinen Geburtstag denkst. Betty hatte recht. Du bist ein sehr aufmerksamer Mensch. Oh, ich habe es gefressen. Oh, ich habe vorhin seine Blumen gegessen. Ich war auch doof. Es ist Sommer. Kaum zu glauben, dass schon Wochenende ist. Es ist Sommer, es ist Wochenende. Ich habe den Rittersporn vorhin gegessen. Naja, er wollte es bestimmt nicht. So, diese verlassene Villa ist... Und ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal da waren. Was ist das? Warum ist es da? Dieses Symbol hier. Irgendwas mit Fangen. Kann ich jetzt besser fangen? Bin ich unsichtbar? Apropos unsichtbar. Das nächste Fest ist... Oh, hier 13. Da müssen wir unbedingt... Bunter Disco-Tag. Okay. 13. Da müssen wir uns... müssen wir uns ganz unbedingt ankreiden. So, ich will wirklich nochmal zu dieser Villa. Aber ich laufe immer falsch. Das ist mein Problem. Versperrt, du drängst dich besser nicht auf. Das ist eine hübsche Villa. Alter, hier wohnen wir echt geil. Da wohnen wir echt nice. Okay. Was ist denn da hinten noch? Das ist ein Tempel oder was ist das? Ist das die Kugelfisch? Das ist doch Kugelfisch-Symbol hier. Okay. Wir brauchen eine bessere Axt. Ich arbeite dran, aber ich verdiene kein Geld. Ich komme einfach nicht zu Geld, weil wir noch keine Ernte einfahren.
Na, 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 noch nicht übereinander sein, Katzen. Das Kind pennt echt. Okay. Schön. So, ich gehe jetzt auch ins Bett. Aber dann machen wir trotzdem jetzt erstmal die Aufnahmepause. Nur weil wir jetzt nicht gestört worden sind, heißt das nicht, dass das so bleibt. Deswegen werde ich jetzt trotzdem die Aufnahmepause machen. Ich verabschiede mich und morgen wird alles wesentlich entspannter sein. Was ist das? Achso. Morgen wird alles wesentlich entspannter sein, denn ist alles wieder gut. Oh, hey. Hm. Gebäude. Achso. Mühle. Aha. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das ist irgendeine Blume. Ehrentitel YouTuber. Wir haben bis jetzt 11 Stunden gespielt. Aber es wird nicht alles gezeigt. Doppelte Insekten. Connor hat 2 Herzen. Eva hat auch 2 Herzen. Sie mag das. Wir haben noch nicht herausgefunden, was sie liebt. Ich würde ihr echt mal ein Brot schenken oder so. Ich weiß nicht. So, Bett. Ich würde ihr echt mal ein Brot schenken. Connor, Beziehung plus. Bei ihr nicht. Wow, wir haben richtig Kohle gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Wir haben 45 Geld verdient. Das ist, wir sind Multimilliardär. Okay, ich mache jetzt aber, wie gesagt, die Aufnahmepause, weil das Kind schläft. Ich muss jetzt schon eine ausgeben. Noch eine Folge, wo ich einen ausgeben kann. Kann ich mir nicht leisten. So, und morgen ist es dann wesentlich entspannter. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.